Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir mal keine Züge aus, sondern Autos für die Modelleisenbahn für H0, 187 und für die Spur 2M. Wie da der Maßstab ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es sind italienische Fahrzeuge, also Fiat und Opel, haben wir auch noch Volvo, Renault, ist jetzt halt nicht alles italienisch, aber ja. So, da haben wir 6 Autos heute, die wir auspacken. Ich weiß noch nicht ganz genau, Hersteller ist Model Car World, wie ich das gerade sehe. Wenn es nicht stimmt, wenn es nicht stimmen sollte, dann entschuldigt mich. Ja. Okay, da sieht man schon ein bisschen. Da ist so ein Gutschein. Die nächsten Modelle, die da verkaufen. Und die Rechnung. So. Also fangen wir erstmal mit den mit den Gartenbahnmodellen an. Warte, ich tue die alle mal kurz woanders hin, dann hebe ich die immer rein. Also wir fangen erstmal mit diesem Modell an. Ich werde die jetzt halt nicht auspacken, weil die da auch noch drauf geschraubt sind und man würde da nicht mehr sehen. Also der ist 1 zu 24, ein Volvo 240 GL. Ja. Für die Gartenbahn haben wir die jetzt gekauft. Hier kann man Türen und Motorhaube aufmachen. Das sieht ein anständiges Modell aus, ja. Ist halt sehr gut verpackt. Und dann machen wir weiter mit mit einem Renault. Nee, war dem Renault. Also was das da für ein Auto ist, das kann ich jetzt halt nicht raussehen. Finde es auch lustig, dass auch nicht draufsteht, welches Fahrzeug das ist. Ja, unbekanntes Fahrzeug, auch für die Gartenbahn. Könnte ein Fiat oder Renault sein. Oder ein Opel oder ein Volvo. Keine Ahnung. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Das weiß ich jetzt halt mal wieder, was das für ein Auto ist. Das ist ein Opel Admiral B. Auch ein sehr schönes Auto. So jetzt halt vom ersten Eindruck her. Daher die Artikelnummern. Ich glaube, einmal steht die hier. 252564. Wovon dem Auto ist es dann sehr wahrscheinlich die 251026. Und von dem Renault ist es die 244741. So, dann geht es weiter mit den H0-Modellen.
Dann. Da haben wir Busse. Ja, das sind Fiat-Busse, die in Italien gefahren sind. Und noch ein schönen LKW von auch Fiat, glaube ich. Ja. Hier nochmal. Ja, wie gesagt, zeigen kann ich die jetzt euch nicht wirklich gut, weil die alle noch unten befestigt sind. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Ja. Das sind erstmal neue Fahrzeuge von unserer Modellanlage hier. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.